Guten Morgen. Veganer in Deutschland sein ist nicht schwer. Veganer in Italien sehr. Aber bevor wir zu den News der Woche kommen, zu der News der Woche kommen, möchte ich euch ja auf ein Festival der Extraklasse hinweisen. Das Ancient Trance Festival geht in die achte Runde. Das Trance steht hier nicht für die Musikrichtung, also Trance, sondern für transzendal, also etwas Grenzenüberschreitendes, insbesondere eben das Denken. Eventuell kennt ihr das jährlich stattfindende Envision Festival in Costa Rica. Falls nicht, habe ich euch mal den Link unten in die Infobox gepackt. Schaut euch da mal das Video vom vorigen Jahr an. Das ist echt richtig gut geworden und vermittelt auch so einen sehr guten Eindruck, was so ein Festival, was das eigentlich ausmacht. Hier geht es darum, dass man in 3-4 Tagen ja, zusammen lebt und liebt. Energien austauscht und ja, spirituelle Erfahrungen macht und sich und seinen Körper einfach fließen lässt. Die Besucher kommen aus aller Welt. Das Festival findet, also wir reden jetzt von dem Ancient Trance Festival und nicht dem Envision Festival. Das Festival, das wird komplett ehrenamtlich organisiert. Das hat trotz dessen eine enorme Größe erreicht und muss sich eben vor dem Envision Festival in Costa Rica auch nicht mehr verstecken. Natürlich noch von Besucherzahlen und so weiter, aber von der, was angeboten wird, von den ja, Dimensionen, das für einen selber bereithält, wenn man sozusagen dort so zugegen ist, da überhaupt nicht. Das sieht man an den Vergleichen, wenn man die Videos halt sieht und ja, wenn man dann hier auf dem Ancient Trance Festival ist und ja, dann gibt es da nicht wirklich großen Unterschied. Zumal sehr viele der außerhalb Deutschland Anreisenden sowieso auf beiden Festivals zugegen sind. Was passiert da bei so einem spirituellen Festival für die Menschen, die vielleicht da noch nicht so einen Zugang dazu haben? Zum einen, man macht das Wichtigste überhaupt. Man schaltet quasi eigentlich den ganzen Tag das Denken aus. Man wird ja, wieder Mensch und man schwingt in Resonanz mit den Menschen, die einen in dem Moment gerade umgeben. Natürlich mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie man sich darauf einlässt. Ja, da kann sein, dass man zusammen nackt im Fluss badet. Es gibt spontane Massenumarmung und den ganzen Tag laufen halt ja auch musikalische Acts, die das alles so untermalen, die man so unter dem Genre wahrscheinlich Weltmusik zusammenfassen könnte. Und ja, nachts findet man sich dann in einem der tausenden Zelte allein oder mit fremden, neuen Freunden wieder und schläft Backe an Backe mit Menschen, die ebenso ticken wie du. Die Vorverkaufsphase hat vor ein paar Monaten begonnen und ist jetzt auch wieder in der heißen Phase. Ich habe mir mein Ticket gestern gekauft und ja, freue mich auch wieder dieses Jahr total darauf. Und ja, weil ich genau weiß, dass es nicht viele dieser Festivals weltweit gibt und von Deutschland mal ganz zu schweigen. Also was wir Deutschland an diesen Festivals haben. Aber wer da gerne da Informationen hat, wo es solche ähnlichen Festivals gibt, da bitte sagen, auch die auch diese Qualität rüberbringen und nicht nur irgendwelche spirituellen Verkaufsveranstaltungen sind, ne? Also das gibt es nämlich auch und das gibt es zu Genüge, sondern wo die Menschen direkt auch alles an Ort und Stelle praktizieren. Na, wo man wirklich auch das Gefühl hat, eins zu sein. Den Link zum Festival, zu dem Ancient Trance Festival, den gibt es unten in der Infobox. So, kommen wir zu der News der Woche. Also, nachdem letztes Jahr der Fall des kleinen Luca vor Gericht ging, also wer das nicht mitbekommen hat, da war es so, dass ein einjähriges Baby in Italien gestorben ist. Und die Eltern waren beides bekennende Veganer. Und die italienischen Medien hatten sich vor einem Jahr damals darauf eingeschossen. Auf diesen, das waren die Veganer. Auch wenn die Veganer natürlich argumentiert haben, dass das Kind schlichtweg unsachgemäß vegan ernährt wurde. Und zudem waren die beiden Veganer auch noch Mitglied in einer zweifelhaften Glaubensgruppe gewesen. Und der wichtigste Punkt damals war, dass das Kind generell unterernährt war. Also von daher. Ne? Jedenfalls das italienische Volk letztes Jahr, allen voran ja, die dicken Mamas, die sind Sturm gelaufen und da kam es zu einer Reihe dieser zweifelhaften veganen Studien, die ich euch ja, also wirklich veganen Studien, also ja, anti-veganen Studien, die ich euch letztes Jahr ja vorgestellt habe. Entsprechend
hat der damals gerade frisch gewählte Präsident Sergio Mattarella einen Gesetzentwurf in das italienische Parlament eingebracht, was dann eben gegen Ende des Jahres auch verabschiedet wurde und jetzt in Kraft ist. Darin geht es darum, dass das Recht des Kindes auf eine vollwertige und gesunde Ernährung ja, vom Staat überwacht wird. Das klingt jetzt an sich nicht schlecht, nur orientiert sich diese gesunde Ernährung an den aktuellen italienischen Überzeugungen. Ich gebe euch mal einen Eindruck, was da für Passagen zu finden sind. Den Link zum, ja, ich würde schon fast sagen, skurrilen Originalgesetzestext, allerdings in Italienisch, den gibt es hier unten, wie immer unten in der Infobox. Mensch, bin auch nicht ganz offen da. Also, da steht zum Beispiel sowas drin wie: Kinder bis 6 Jahren darf keine tierische Nahrung bewusst vorenthalten werden. Oder der ausschließliche Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln ohne Beigabe hochwertiger tierischer Eiweiße stellt einen Verstoß der Fürsorgepflicht der Eltern dar. Nur das Stillen entbindet von der Pflicht, dem Kind keine Milch zu geben. Und so weiter. Alles halt so schön, ja, Gesundheitsregeln aus einem vorigen Jahrhundert. Nur das Problem ist, dass dieses keine Empfehlung sind, sondern seit Ende letzten Jahres Gesetz. Und jetzt festhalten: bis zu 6 Jahre Gefängnis kann der Richter für eine Vernachlässigung des Kindes durch vegane Ernährung aussprechen. Und jetzt eben steht ein junges Ehepaar, Francesco und Alessia Di Maria, vor Gericht, weil das Kind im Kindergarten gesagt hat, dass die Familie vegan lebt. Die pflichtbewussten Kindergärtner haben das dann natürlich gleich den entsprechenden Behörden gemeldet und ja, Italien ist jetzt gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt mal diesen absoluten Schwachfug in Bezug auf gesunde Ernährung beiseite. Wie geil ist das denn für das Kind, wenn jetzt Mama und Papa in den Knast kommen, weil das Kind mit seinen 4-5 Jahren, zumindest glaube ich, dass so 4-5 Jahre war, aus Versehen im Kindergarten gesagt hat: wir essen vegan, ich finde es toll, dass keine Tiere für uns leiden müssen. Und Mama und Papa müssen jetzt 6 Jahre ins Gefängnis. Aber was Hoffnung macht: die Beweislast liegt natürlich beim Ankläger. Die Eltern haben natürlich direkt gesagt: nein, stimmt nicht. Wir geben unserem Kind Milch und Fleisch. Und jetzt muss die italienische Staatsanwaltschaft beweisen, dass die Eltern das Kind tatsächlich vegan ernährt haben, dass sie den Straftatbestand der veganen Ernährung erfüllt haben. Aber ja, aber wenn ihnen das gelingt, dann kann es echt wirklich eng werden für die Eltern. Zum einen wurde vom Kind Blut abgezapft, aber selbst wenn da Mangelerscheinungen existieren sollten, so ist das meiner Meinung nach nicht ausreichend genug, um zu beweisen, dass sie Veganer sind. Ja, Veganer haben es etwas schwerer, aber trotzdem können auch sich omnivor ernährende Kinder Mangelerscheinungen haben. Weiß ich nicht, wie die da auf die vegane Ernährung kommen sollen. Vielleicht kann man das feststellen im Blut, keine Ahnung. In den sozialen Medien in Italien und insbesondere natürlich bei den Veganern wird jetzt natürlich ordentlich Rabatz gemacht. Es wird dazu aufgerufen, dem jungen Paar Kassenbelege zuzusenden, die Fleischwaren beinhalten oder leere Milchpackungen als Beweismittel für eine gesunde Ernährung. Auf jeden Fall wird das junge Paar massiv unterstützt und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant zu beobachten, denn das Urteil könnte durchaus richtungsweisenden Charakter haben. Allerdings, und so viel ist, glaube ich, sicher nur in Italien, also das, was da abgeht. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.